Hallo, in diesem Video geht es um die zweite hinreichende Bedingung. Die zweite hinreichende Bedingung wird auch Kriterium für Extremstellen mit Hilfe der zweiten Ableitung genannt. Die zweite hinreichende Bedingung lautet: Die Funktion f ist im Intervall i zweimal differenzierbar und x0 ist eine innere Stelle von i. Die Funktion f hat an der Stelle x0 ein lokales Maximum, wenn f' von x0 0 ist und f2' von x0 kleiner als 0 gilt. Die Funktion f hat an der Stelle x0 ein lokales Minimum, wenn f' von x0 0 und f2' von x0 ist größer als 0 gilt. Jetzt machen wir eine Beispielrechnung für das Bestimmen von Extremwerten. Unsere Funktion lautet: f von x ist gleich 1 Viertel x hoch 4 plus 2 Drittel x hoch 3 plus 1. Also, zuerst müssen wir den Graph auf Hoch- oder Tiefpunkte untersuchen. Und dazu leiten wir zuerst ab. Die erste und zweite Ableitungsfunktion. Und jetzt untersuchen wir auf mögliche Extremstellen. Also dazu setzen wir zuerst die Ableitungsfunktion, die erste Ableitungsfunktion 0. Ausgeklammert sieht es dann so aus. Und wir können jetzt mit dem Satz von Nullprodukt erkennen, dass x1 0 ist. Denn wenn jetzt hier 0 eingesetzt wäre, würde 0 mit dem Inhalt von der Klammer multipliziert, also 0 mit egal was multipliziert, 0 ergeben. Und x2 ist minus 2, denn wenn wir hier minus 2 hätten, minus 2 plus 2 ist gleich 0 und dann mit dem vor der Klammer, egal was es ist, mal der Inhalt der Klammer, also 0, würde 0 ergeben. Und nun untersuchen wir die zweite Ableitung für x2 ist gleich minus 2.
Dafür setzen wir minus 2 in die zweite Ableitungsfunktion ein. Unser Ergebnis ist 4 und 4 ist größer als 0. Und weil f2' von x0 größer als 0 ist und wie wir eben gesehen haben, die Funktion f' von x0 gleich 0 ist, hat die Funktion f an der Stelle x0 ein lokales Minimum. Und das lokale Minimum ist bei der normalen Funktion an der Stelle f von minus 2 ist minus 1 Drittel. Und auf minus 1 Drittel sind wir gekommen, weil wir minus 2 in die normale Funktion eingesetzt haben. Und wir haben hier ein lokales Minimum und dementsprechend haben wir einen Tiefpunkt. Und nun untersuchen wir die zweite Ableitung für x1 ist gleich 0. Wenn wir x1 gleich 0 in die zweite Ableitungsfunktion einsetzen, erhalten wir 0. Und weil jetzt weder die Bedingung für ein lokales Maximum noch die Bedingung für ein lokales Minimum zutrifft, müssen wir die erste hinreichende Bedingung anwenden. Das heißt also, dass wir auf einen Vorzeichenwechsel untersuchen werden. Wir untersuchen links von x0 f' von minus 1 ergibt 1, das ist größer als 0 und rechts ist f' von 1, 1, und das ist ja größer als 0, das ist ja genau das gleiche Ergebnis wie davor. Wir haben jetzt keinen Vorzeichenwechsel, also hat der Graph an der Stelle x2 gleich 0 einen Sattelpunkt.
Hier ist der Sattelpunkt nochmal grafisch dargestellt. Zuerst ist die Funktion f streng monoton fallend. Dann kommt die Stelle x0. An der Stelle x0 ist die Steigung 0. Die Steigung wird hier von der blauen Ableitungsfunktion f' von x0 angegeben. Und danach ist die Funktion f wieder streng monoton fallend. Und weil die Funktion f vor x0 und nach x0 streng monoton fallend ist, sieht man, dass es hier kein Tiefpunkt ist und auch kein Hochpunkt ist. Und dieser Punkt, der kein Hoch- und kein Tiefpunkt ist, wird dann Sattelpunkt genannt. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!